Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie sich an, wie man Daten von einem RAID-Array, eines funktionsfähigen euren Digital Mobius 5 Modell 3M wiederherstellt. Ich werde verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie man ein RAID-Array auf diesem Gerät erstellt, wie man Dateien wiederherstellt, die versehentlich von einem funktionierenden Festplatten-Array gelöscht wurden und wie man Daten von einem ausgefallenen Gerät wiederherstellt. Die von euren Digital angebotenen Speichergeräte sind ebenfalls auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt. Das Mobius 5 RAID-System ist ein leistungsstarker RAID-Speicherkontroller mit flexibler Konnektivität, Hot-Swap-Unterstützung und einfachem Zugriff auf Festplatten. Es kann RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 3, JBOD und RAID 5 einrichten. Obwohl die RAID-Technologie zuverlässig ist, kann es dennoch vorkommen, dass wichtige Daten verloren gehen. Datenverluste können jederzeit und aus verschiedenen Gründen auftreten, zum Beispiel durch versehentliches Löschen, Fehlerkonfigurationen oder Hardware-Ausfälle, da alle Geräte früher oder später kaputt gehen können. Wenn Ihr Gerät ausfällt, die Festplatten beschädigt wurden oder ein RAID-Array just yours ist, benötigen Sie ein spezielles Programm, das Ihnen hilft, wichtige Daten von den Laufwerken wiederherzustellen. Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie ein solches Problem lösen und verlorene Dateien wiederherstellen können. Um zu verstehen, wie dieses Gerät funktioniert, schauen wir uns zunächst an, wie man ein RAID auf diesem Speicher erstellt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen RAID-Array auf diesem Speichergerät zu erstellen. Sie können dies entweder über spezielle Schalter auf der Rückseite des Geräts oder über eine Verwaltungssoftware tun. Wenn die Laufwerke zum ersten Mal installieren, müssen Sie einen RAID-Bereinigungsvorgang durchführen. Mit diesem Verfahren werden die Laufwerke für die Verwendung mit Mobius konfiguriert, aber Sie können keine Partition oder Daten von einzelnen Laufwerken entfernen, da in diesem Fall alle Dateien überschrieben werden. Stellen Sie die Schalter auf der Rückseite des Speichers aus Clear RAID und schieben Sie die Schalter in die untere Position. Halten Sie dann die Z-Taste gedrückt und schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie die Taste seitwärterhin gedrückt, bis Sie einen zweiten Ton hören. Dadurch werden alle vorherigen Konfigurationen gelöst und wird in den JBOD-Modus versetzt. Als nächstes schalten Sie das Gerät aus, stellen die Schalter auf dem RAID-Modus ein, in meinem Fall auf RAID 5 und halten die Set-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Set-Taste bis zum zweiten Pionton gedrückt. Sobald Sie dies getan haben, ist das RAID einsatzbereit und alle Daten, die sich auf dem Laufwerk gespeichert haben, werden entfernt. Nun müssen Sie nur noch in die Datenträgerverwaltung gehen und das neue Laufwerk partitionieren. Die zweite Möglichkeit, ein RAID zu erstellen, ist mit dem Speicherverwaltungsprogramm GMCron im HV RAID Manager. Der Q-Modus der Software ist in zwei Modi unterteilt, Basis und Advanced. Die RAID-Erstellung ist in beiden Modi möglich. Um ein RAID zu erstellen, öffnen Sie die Registerkaste erweiterte RAID-Konfiguration, markieren Sie das Kästchen neben RAID erstellen, wählen Sie dann einen RAID-Level aus der Liste unten aus. Markieren Sie die Kästchen rechts daneben, um die Laufwerke auszuwählen, die das RAID binden sollen, und klicken Sie zur Bestätigung auf Übernehmen. Dies führt zu einer Warnung, dass alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren. Der RAID-Erstellungsprozess beginnt. Warten Sie, bis er abgeschlossen ist. Das RAID wurde erstellt. Okay. Öffnen Sie nun die Datenträgerverwaltung und partitionieren Sie das neue Laufwerk.
Wenn Sie tatsächlich wichtige Dateien von einem Disk Array gelöst haben, werden das RAID und das Gerät noch funktionstüchtig sind, können Sie die Informationen mit der Datenwiederherstellungssoftware Hetman Partition Recovery leicht wiederherstellen. Bei einem funktionierenden RAID müssen die Festplatten nicht auf dem Speichergerät entfernen und es direkt an einen PC anschließen, um Dateien abzurufen. Um gelöschte Dateien wiederherzustellen, öffnen Sie das Programm und scannen Sie Ihre Festplattenordnung. Klicken Sie mit der Rechenmaustaste auf den Datenträger und dann auf Öffnen. Wählen Sie die gewünschte Art der Analyse, schnelle Suche oder vollständige Analyse. Es wird empfohlen, zunächst eine schnelle Suche durchzuführen, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn die Software die verlorene Datei nicht finden kann, führen Sie eine vollständige Analyse durch, gehen Sie zurück zum Hauptmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Neue analysieren, vollständige Analyse, geben Sie das Dateisystem an, das Kontrollkästchen Tiefanalyse kann für ein schnelleres Verfahren abgewählt werden. In besonders komplexen Situationen führen Sie eine Analyse mit einer Suche des Dateinhalts durch weiter. Wie Sie sehen können, hat die Software in meinem Fall alle Dateien problemlos mit der Schnellsuche gefunden. Die gelöschten Dateien sind hier mit einem roten Kreuz markiert. Hier ist auch eine Vorschau verfügbar, in der Sie den Inhalt der Dateien sehen können. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie an, wo Sie die Datenspeicher möchten, Laufwerk, Ordner, Wiederherstellen. Und fertig. Danach befinden sich alle Dateien in dem gewählten Verzeichnis. Für den Fall, dass Ihr Speichergerät ausfällt und Sie nicht mehr auf das Disk Array zugreifen können, kann Hetman RAID Recovery Ihnen helfen, Ihre Daten wiederherzustellen und abzurufen. Die Software unterstützt die meisten Dateisysteme und RAID-Typen. Es hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle eines Ausfalls nach tatsächliches Löschen, Formatieren, erfolgloser nach Einrichtung oder Flaschen. Wenn Sie aufgrund eines Hardware-Fehlers, eines Kontrollfehlers oder einer anderen Hardware-Funktion den Zugriff auf Ihre NAS-Daten verlieren, bleiben die Daten auf Ihrem Laufwerk unangetastet und können von der Datenwiederherstellungssoftware verarbeitet werden. Um auf die Laufwerke zuzugreifen, müssen Sie sie auf dem ausgefallenen NAS entfernen und direkt an Ihren Computer anschließen. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an einen Windows-PC an. Wenn auf der Hauptplatine nicht genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse vorhanden sind, werden zusätzliche Adapter und Erweiterungen benötigt. Sie benötigen außerdem ein Laufwerk mit einer Kapazität, die mindestens so groß ist wie die der wiederherstellenden Daten, zum Beispiel externe Laufwerke, NAS oder andere Speichergeräte. Wenn das Betriebssystem des PCs, an den Sie die Laufwerke anschließen, Sie auffordert, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, tun Sie dies nicht, da sie nach der Initialisierung nur schwer wiederhergestellt werden können. In meinem Fall war die Software nicht in der Lage, ein RAID zu erstellen, das automatisch auf meinem mobilen Gerät angelegt wurde. Das Problem ist, dass dieses NAS-Modell keine technischen RAID-Informationen auf die Festplatten schreibt. Alle Daten werden von Anfang des Datenträgers ausgeschrieben, beginnend mit 0 Bytes. Auf diesem Grund ist die Software nicht in der Lage, Informationen über den Festplattenarray abzurufen, welche Art von RAID verwendet wurde, aus wie vielen Festplatten er besteht, ihre Reifenfolge und so weiter. In einer solchen Situation müssen Sie das RAID manuell erstellen. Starten Sie die Programme und öffnen Sie den RAID-Builder. Weiter. Aktivieren Sie die Option Manuell erstellen. Weiter. Im nächsten Fenster geben Sie alle bekannten Parameter an. Wir wissen, dass es sich um ein RAID Level 5 handelt. Geben Sie den Typ an,
Die Reihenfolge der Blöcke ist uns unbekannt. Lassen Sie den Wert Detect Automatically Ihre Größe ebenfalls. Setzen Sie Autodetektion. Fügen Sie dann die Festplatten hinzu, aus denen der RAID besteht. Die Position der Festplatte im Speicher ist nicht bekannt, daher wählen Sie automatisch die Option Laufwerk Reihenfolge erkennen. Klicken Sie dann auf Weiter, um nach möglichen Konfigurationen zu suchen. Warten Sie, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist. In meinem Fall wurden mehrere Konfigurationen gefunden, wobei der Unterschied in der Reihenfolge der Laufwerke bestand. Wählen Sie die am besten geeignete aus, deaktivieren Sie die anderen und klicken Sie auf Hinzufügen. RAID wird im Explorer angezeigt. Um die Suche nach verlorenen Dateien zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Öffnen. Wählen Sie den gewünschten Analysetyp aus, um mit der Schnellsuche zu beginnen. Wenn keine Dateien gefunden werden, führen Sie die vollständige Analyse durch. Geben Sie das Dateisystem an, fahren Sie dort. Wie Sie sehen können, hat das Programm problemlos alle auf Ihren Festplatten gespeicherten Informationen gefunden, einschließlich der Dateien, die zuvor gelöscht wurden. Sie sind mit einem roten Kreuz markiert. Sie können den Inhalt der Dateien im Vorschaufenster sehen. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann an, wo die Daten gespeichert werden sollen. Laufwerk, Ordnen, Wiederherstellen. Nach Abschluss des Vorgangs werden die Daten in dem angegebenen Verzeichnis gespeichert. Auf diese Weise können Sie Daten von jeder Art von RAID wiederherstellen, die auf dem Speichergerät erstellt wurde. Wenn Sie diesem Videotutorial folgen, können Sie die auf dem Laufwerk verbliebenen Dateien problemlos wiederherstellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.